Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum The Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter aktuell über den Wolken. Ja, wir haben im letzten Part den Weg endlich gefunden, mal hierher zu kommen. Und nein, ich hoffe, das geht nicht. Doch, das geht, der kommt echt angeflogen, der Typ. Alles klar. Wollte ich auf jeden Fall nicht. So, der Lakito hier, der wird erstmal weggehauen. Und dann mit dem Schwertruf. Ja, wir suchen aktuell noch ein paar Schatzkisten und Fragmente auf. Aber wir können die gerade nicht vereinen hier, ne? Nee, da fehlen uns gerade die richtigen Fragmente. Aber warte mal. Es kann nicht sein, dass ich davon drei... Ja, nee, da passt irgendwas nicht. Warum habe ich von dem anderen vier? Verstehe ich gerade nicht. Ist da irgendwas falsch gelaufen? So, hier war auf jeden Fall weiter nichts. Da geht sich lang. Das war schlecht. Ja, das ist gar nicht so leicht, hier noch zu finden, wo es noch hingeht, ne? Okay, hier waren wir schon. Wo wir aber noch nicht waren, ist hier hinten rum. Miau. Da hatte ich nämlich noch eine Schatzkiste erspäht. Genau. Ein Herz. Wahnsinn. Vielen Dank für dieses Herz. Ein Herz für Link. Oh, was ist das? Ja! Ah, eine Pfeile. Und? 20 Rubine. Mann! Kann doch wohl nicht wahr sein. Gehen wir mit so viel Hoffnung an so eine Schatzkiste ran. Und dann wird sie einfach zerstört. Aber so richtig. Ich glaube, wir haben es jetzt. Oder? Was meint ihr? Ja, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Weil hier waren wir auf jeden Fall schon. Wenn ihr denkt, ich habe irgendwo noch was verpasst, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, ich werde jetzt eher so... Hier war ich schon, ne? Ja. Hier links ist auch nichts weiter. Nö. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt wieder nach unten gehen. Mir fehlen mindestens zwei Fragmente, oder? Warte mal, wie viel kann man haben? Ja. Zwei Fragmente fehlen mir, bevor ich hier weitermachen kann. Und dann geht es wahrscheinlich erst in den Dungeon rein, ne? Vorher wird da wahrscheinlich gar nichts passieren. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, wir sind durch. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte echt gedacht, wir können noch ein bisschen mehr machen. Aber uns fehlen halt wirklich zwei Windräder. Mehr geht hier erstmal nicht. Wir haben relativ wenig in den Wolken gefunden, ne? So, und er möchte ein Schild haben, ne? Aber. Was für ein Schild? Einfach so ein Schild? Wo soll ich das hernehmen? Oder meint er ein Holzschild? Fragen über Fragen? So, ich laufe gerade mit Absicht nochmal zurück den Weg, denn hier war noch irgendwas, was ich nochmal auschecken wollte. Guck mal, da ist zum Beispiel eine Schatzkiste. Wie komme ich denn da hin? Das führt auf jeden Fall irgendwo raus. Und hier unten gibt es halt auch noch einen Weg. Ey, 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 ey. Ist halt die Frage, wie komme ich da hin? Von unten. Aber der Weg... Ich glaube nicht der Weg. Der Weg, da komme ich von der anderen Seite, oder? Wahrscheinlich von hier. Wahrscheinlich über den Weg hier mit dem, wo ich mich dreiteilen muss, mindestens. Hier so. Wäre jetzt meine Vermutung, wahrscheinlich komme ich da unten raus, oder? Ja, wahrscheinlich ist das der Weg, den ich dann gehen muss. Alles klar. Aber da brauche ich, wie gesagt, eine 3- oder 4-Teilung, mindestens 3... Okay, aber da unten komme ich vielleicht noch hin. Ich weiß noch nicht, ob ich da war. Da müssen wir nochmal nachgucken.
Ansonsten, ja, schwierig. Wo geht's jetzt am besten hin? So, hier waren wir schon. Und ich will jetzt mal da noch lang. Vielleicht waren wir da aber auch schon. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Trotzdem haben wir wieder guten Fortschritt gemacht da in dem Gebiet. Da waren wir schon drinnen, ne? Okay, wir gehen mal darüber. Und Schlüssel von der Lon-Lon Farm können wir abgeben. Mach ich mal eben. Hallo. Zack. Oberhaftig, der Schlüssel zur Farm. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal, vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Link? Aha, ein guter Name. Wenn du zum Heiersee willst, kannst du gern durch unser Haus gehen. Vielen Dank, Link, komm bald wieder vorbei. Das ist jetzt alles, oder wie? Ich darf jetzt so hier durchgehen. Okay. Alles klar. Besser als nichts, ne? Okay. Dann würde ich sagen, wir müssen hier hoch, glaube ich. Nee. Schlüssel zum Friedhof. Keine Ahnung. Genau. Aber ich glaube eigentlich, dass wir hier schon fertig waren, oder? Da ist die Schatzkiste. Hier war noch ein Schwertmeister. Da war es nicht dunkel, okay. Der ist aber schon fertig mit uns. Alles klar. Es gibt nur noch den Schwertmeister, wo es dunkel war. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wo das war. Aber die Kitsune hat mir da auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Heinz gegeben. Wo es war. So, und ich glaube, waren wir hier schon drinne? Ja. Alles fertig. Okay. Dann ist halt die Frage, können wir jetzt irgendwas mit unserem, mit unserer Zweiteilung machen? Vorerst. Gute Frage, nächste Frage. Ich habe leider überhaupt nicht mehr im Kopf, wo diese ganzen Teilungsdinger waren und ob wir irgendeins hatten, wo man sich nur zweiteilen musste. Dementsprechend bin ich da gerade wieder ein bisschen außen vor, sag ich mal. Bam. Ich hatte im Kopf, dass wir hier irgendwas hatten. Kann das sein? Ah, perfekt. Oh, cool. Direkten Treffer. Cool. Das war jetzt aber mehr Glück als Verstand. Und wir kriegen... Ah, cool. Ich glaube, wir kriegen ein komplett neues Gebiet dadurch. Ist das gut? Das ist sehr, sehr gut. Oh. Ja, wenn nicht, wäre ich jetzt halt auch zum Gongolberg gegangen wahrscheinlich. Um da nochmal auszuchecken und wäre nochmal in den Dungeon rein und so. Aber wenn wir Glück haben, finden wir hier was Geiles. In dem Gebiet. So. Ja, ich glaube, wir haben ein neues Gebiet, Leute. Schön. Oh Gott. Ja, ist wirklich Geld nur. Ah, wir haben schon wieder so viel Kohle, ne? Muss Geld ausgeben. Sobald wie möglich. So, was haben wir hier? Okay, vielleicht könnt ihr mir mehr dazu erzählen hier. Hier müsste wahrscheinlich... Vielleicht kommt da noch was rein oder vielleicht war da schon was drin. I don't know. Okay. Ah, shit, das ist auch ein goldener Gegner, ne? Bringt es jetzt eh nicht, den zu töten, weil... Weil wir gleich voll sind. So, Shortcut ist erstellt, dann... Feenquelle, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz in die Stadt rein. Ah, das sind gar keine goldenen Gegner, sahen nur so aus.
Wie sieht's denn jetzt aus? Die Fibel müsste da sein, die letzte. Nee, ist immer noch nicht da. Tut mir leid, die Makrospielfibel ist noch nicht da. Ziemlich exzentrisch. Okay. Sie ist jetzt mit der Milch da. Ja. Ach so. Hattet ihr nicht was gesagt von wegen Hundebesitzer und so? Oh shit. Sorry. Dass, wenn wir dem irgendwie Futter geben. Toll, dass du mich treffen konntest. Darauf kannst du ewig stolz sein. Wenn du alle Figuren hast, die es gibt. Hab ich? Hab ich? Der hat uns bestimmt schon was gegeben, ha? Huh? Menno. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte in den Laden gehen. Genau. Wie viel kostet der? Hab ich nicht. Menno. Ja, wofür soll ich denn mein Geld ausgeben? Was soll ich tun, ha? Okay, wir können jetzt theoretisch schnell rennen, aber mit Rollen sind wir doch genauso schnell. Wow, wow. War hier eigentlich noch irgendwas drin? I don't know. Es gibt halt noch das Hühnerspiel von Anju, ne? Oh weh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir, sie ja wieder einzufangen? Klar doch. Fang 3 Hühner in 55 Sekunden. So, da hat man einmal das goldene Huhn halt. Wahnsinn. So. Wo ist denn das dritte Huhn? Das ist jetzt die Frage. Da ist das dritte Huhn. Ah. Oh. Ich habe das Huhn ermordet. Oh no. Okay, ich glaube, vielleicht müssen wir das Huhn als erstes holen. Mit dem goldenen Huhn zusammen. Weil wir sind ja quasi zweimal in die Richtung gelaufen, ne? Okay, mach ich gleich nochmal. Da gibt es doch bestimmt auch ein Item, oder? Ich erinnere mich auf jeden Fall. Oh Gott. Dass es auch nicht so leicht war. Alter! Ist das Huhn wieder gestorben? Okay, warte, ich gehe nochmal in ein Haus rein. Reset. Und nochmal. Wie macht man das am besten? Ich hoffe, ich krieg dafür was. Okay. Goldenes Huhn, komm her. Aha. Ja. Oh, kriege ich das noch hin? Nein. Was? Das war... Oh, komm. Das war echt gut. Mann. Okay, nochmal. Das kriegen wir hin, Leute. Let's go. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, man muss sich hier wirklich nur sehr nah an den Rand stellen.
So, zack. Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Lauf. Oh, Hund, ey. Geh weg. Keine Zeit für dich. Und da haben wir sie. Jo, Zeit ist abgelaufen. Aus und vorbei. Die Zeit war nicht abgelaufen. Ich hab's geschafft. Danke hier zum Dank. Okay. Du hast 110 Rubine erhalten. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man was Gutes getan hat. Toll. Bringt mir auch nichts. Kann ich mir auch nichts verkaufen. Okay, sorry Leute. Ich dachte, ich kriege auch was Schönes. Aber nö. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir haben ja trotzdem ein ganz neues Gebiet. Ich hätte halt gerne mein Geld jetzt so ausgegeben, aber... Der Postbote. Ich habe halt keine Ahnung wofür. Das sind jetzt halt einfach 500 Rubine und alles, was ich töte und alles andere, das geht halt ins Leere. Das ist halt ein bisschen doof. Aber naja, was willst du denn machen? So, warte mal, wo waren das jetzt, wo ich herkam? War das hier? Nee. Schade. Naja, aber nichtsdestotrotz, ja, wie war das mit dem Hundebesitzer? Wo war denn der? Müssen wir dem irgendwie Bescheid sagen? Weil ihr hattet irgendwie noch was geschrieben mit einer Flasche, die man dann bekommt. Vielleicht bin ich jetzt aber auch falsch. Wie dem auch sei, da gerne nochmal Bescheid sagen. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Richtung neues Gebiet und so. Ja, seht ihr, da waren schon wieder 20 Rubine, die einfach ins Leere gehen. Traurig. So, es geht nach unten, ne? Westlichen Wälder, genau, da kann ich ja jetzt hier auch einen Shortcut machen. Genau, da wo ich eben drin war. Zack. Neuer Shortcut. Geil! Super viel Zeug, was jetzt neu ist, glaube ich. Das ist die Lampe! Yo! Lampe erhalten. Sehr praktisch. Einfach mit dem Knopf an- und ausschalten. Ja! Und die große Bombentasche. Wahrscheinlich 30, oder? Oder mehr? 50? Ich schätze 30. 99? 30. 30 Bomben. So, warte mal, was steht hier auf dem Schild? Geheime Welt von Tabanda. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Habe ich schon, das ist gut. Das heißt, da können wir auch weitergehen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns hier nochmal schnell um. Wer bist du? Erling, willst du mir kurz zuhören? Als ich nach langer Zeit heimkehrte, war da plötzlich eine Fremde in meinem Haus. Ich bin doch so schüchtern und traue mich nicht, mit Fremden zu sprechen. Ich muss ein Gedicht darüber verfassen. Im Haus und Herz ist keiner da. Wer bist du, Bösewicht? Nimm meine Sachen, kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Okay. Pömons Haus. Pömons. Okay, ich glaube, die braucht erstmal Licht. Lampe. Es ist ein Geist, ein Gegner, ein Enemy. Oder auch nicht. Oh, jetzt ist es raus. Erzähl es niemandem. Toll. 200 Rubine, die einfach wieder ins Leere gehen. Danke. Ja, und... Boah, Lampe ist ja Imper. Imper. Nein, das ist nicht Imper, das ist Lampe. Wie geil, Leute. So, was ist hier? Oh, so viele Wege. Ich freue mich. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall wieder... Was hier? Kommt hier noch was, oder... Hm. Wir haben einen großen Bereich, den wir jetzt auf jeden Fall erkunden können. Ich bin mega happy. Oh Gott. Eine Bohnenranke, oh ja. Geil. Ja, jetzt wäre halt wieder geil, wenn wir nochmal eine größere Geldbörse bekommen würden. Weil dann könnte ich halt auch das Geld nutzen und könnte da mal den... Ja, hm. Herzteil. Okay, aber ein neuer Herzcontainer. Da freue ich mich auch. Mal, hier geht's noch lang? Nee. Sah so aus, aber nein, leider nicht. Und hier auch nicht. Okay. Aber ich muss sagen... Einfach nur sehr, sehr gut...
So, ich mache mich hier nochmal kurz klein. Lampe, wir können halt mit der Lampe auch schon wieder ein paar neue Sachen machen, ne? Okay. Ja, da würde ich sagen, Ebene von Tapanda. Nächste Folge. Und ja, mit der Lampe können wir jetzt, glaube ich, da in dem Hotel das Feuer anzünden. Da geht die Tür auf einerseits. Aua. Dann bei dem Schwertmeister. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der war. Da muss ich nochmal nachgucken. Da kommen wir weiter. Warte mal, ist hier noch was? Hier ist auch irgendwie so ganz komisch. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum The Minish Cap Randomizer. Tschüssi, Leute.